Mama, Papa, was machen wir nochmal am Wochenende? Lasst uns doch was unternehmen. Genau, wir fahren nach Zossen, dann schauen wir uns mal an, wo ich demnächst arbeiten werde. Papa, wo ist denn Zossen? Du wolltest doch mit mir klettern gehen. Zossen ist gar nicht weit von Berlin entfernt. Lea, das ist da, wo Tante Ina ihr Pferd hat. Na, da kann man aber auch tausend andere Sachen machen, ihr zwei. Können wir da auch baden gehen? Ist da nicht der Motzener See in der Nähe von Zossen? Ja, genau. Das Strandbad Kalinchen gehört ja zu Zossen. Und es gibt da nicht nur dieses Strandbad. Für jede Menge Badespaß sorgen da noch drei weitere. Zossen ist nämlich von Seen umgeben. Wir wollten aber auch noch was in der Stadt besorgen am Samstag. Richtig, das Geschenk für Oma. Ich habe da auch schon eine Idee. Wieder ein Bild oder zur Abwechslung mal ein Buch? Oh Papa, immer nur Bücher, wie langweilig. Na, dann lasst uns doch mal anschließend eine Quadtour machen. Quadtour? Kommt gar nicht in Frage. Das ist zu gefährlich für Lea. Dann mach du die Tour und wir gehen mit Bruno spazieren und genießen die schöne Natur. Und nachmittags habe ich noch eine Überraschung für euch. Wir fahren mit der Draisine. Was? Das heißt wie bitte, Lea? Nun lass doch mal. Eine Draisine ist wie ein kleiner Zug und du bist die Lokomotive. Klettern hast du mir aber auch noch versprochen. Aber erst erfülle ich mir noch einen Wunsch. Und dann schauen wir mal, wie weit Mama sich im Wald nach oben traut. Und. Das reicht ja für 2 Tage. Genau, ich google uns jetzt mal ein schönes Hotel. Aber mit einem guten Restaurant. Ich will ein eigenes Zimmer mit schönem Bad und Fernseher. Na gut, Lea, ausnahmsweise. Wir werden schon was Schönes finden. Was machen wir Sonntag? Wie immer, angeln. Machen wir am Sonntag denn auch noch was zusammen, ihr zwei? Ja, na gerne. Wir können ja nach Horstfelde fahren und schauen uns die Wasserskianlage an. Und dann essen wir da was. Bevor wir dann heimfahren, machen wir aber noch einen Streifzug durch die märkischen Wälder und genießen die frische Luft. Mama, Papa, ich freue mich schon so. Das kannst du auch. Ja, das wird eine super Zeit in Zossen.